Und schauen uns, wie gesagt, einen Kampf von vor 7 Jahren an. Über 7 Jahre ist das her. Season 2 gegen Steve, Toxic Blast gegen Prakani. Gutes Intro. Einfach ikonisch. Hi, mein Name ist Steve Parker und ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zum hoffentlich 17. Spieltag der German Pokémon League, der GBL, heute gegen das Team von... Ja, es sind nur 6 Jahre. Gut, dass ich zählen kann, beziehungsweise rechnen kann. Ja, 6 Jahre. Sorry, ich war kurz lost. Present LP namens Prakani. Ähnlich wie bei Daumkino muss ich sagen, dass ich sein Team diesmal so absolut nicht prediktet habe. Er hat mit einem Florges, einem Arcani, einem Elfhuhn, einem Staloubor, einem Blitzer und einem Rotom. Ich hätte auf jeden Fall... Ich kann direkt eigentlich mal was zum Matchup sagen. Ich habe so ein bisschen Stuff gespielt, um mögliche Sets von Steve, die er spielen könnte, zu countern. Also ich habe versucht, so gesehen, ihn zu counterbilden. Weil ich halt mit so einem Gedankengut Mew gerechnet habe. Und deswegen habe ich halt extra einen Elfhuhn mit Zugabe und auch etwas, um ihn ein bisschen auszunutzen, so mit Jaula Arcani und so ein Kram habe ich mit am Start. Ich habe natürlich auch mit sowas wie Latios und so weiter gerechnet, habe dafür natürlich auch so ein bisschen Preparation gemacht. Aber ich muss sagen, das Matchup war echt schwer, weil ich hatte defensiv nicht so immer Antworten auf jedes seiner Pokémon. Weil Entei, Latios plus Mega Aerodactyl, die pressuren halt extrem. Und ich habe halt nur so Rotom Wash für Entei und Aerodactyl und beides kann er auch nicht so perfekt checken. Mit Pinsy und Latios gerechnet, weil beide einfach super gefährlich sind und ich gar nicht mal so viele Optionen habe, dagegen anzukommen. Natürlich, man könnte sagen, er hat das Team so gebaut, weil ich mich auf Latios und das Pinsy einstellen werde, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass diese zwei Pokémon immer noch unglaublich stark sind und ich meine, wenn ich gut gegen Pinsy ankomme, dann komme ich genauso gut gegen jeden anderen Setup oder Priority Sweeper. Insofern ist da... Die Sache ist, dass, also darüber haben wir tatsächlich nach dem Kampf geredet, wieso habe ich Latios und Mega Pinsy nicht mitgenommen. Und die Sache ist, er hat halt für Mega Pinsy Panzer Aeron und für Latios hat er Pixie. Und natürlich sind die beiden sehr stark immer noch, selbst wenn diese Pokémon existieren. Aber trotzdem habe ich mich darauf fokussiert, sein Team, was er gegen mich bringen kann, zu countern, anstatt eben meine stärksten Pokémon in Anführungszeichen mitzunehmen. So zum Beispiel Elfhuhn sieht im Matchup jetzt auch nicht unbedingt super gut aus, aber es war wichtig, um sowas wie Mew zu checken. Das war mein Gedanke im Teambuilding. Das ist immer so eine gewagte Aussage, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber er macht ja Auge. Steve, by the way, Steve macht ganz, ganz unterbewusst so ein bisschen Auge und sagt so, ah, ob das so ein Argument ist, bla 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 bla. Ja, der Steve, der macht da schon so ein paar Sticheleien hier, schon in der Team-Preview. Der gute Alte. An dieser Stelle gar nicht sagen, ich weiß ja, ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon Oras Wi-Fi-Battle zu sehen. Und genau, das solltet ihr bekommen. Das solltet ihr bekommen. Viel Spaß dabei. Das ist so dieser Stand, dieser so, Spruch ist einfach ikonisch. Und wir öffnen Steve dieses erste Mal mit unserem Latios, denn immer. Das wird gegen fast alle Pokémon im gegnerischen Team ein ziemlich gutes Matchup haben. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich sein könnte, ist das Florges, aber auch das... Der Lead ist halt richtig schlecht für mich. Richtig, richtig schlecht. Mond hat zum Glück funktioniert. Aber Rotom war ein guter Lead gegen relativ viel. Aua. Wir haben den Leben und haben dazu auch noch ein mäßiges Wesen. Das heißt, das reicht auf jeden Fall zum Two-Hit. Aber wir sehen, dass das Florges die Überreste hat. Das heißt, wenn er jetzt hier auf Schutzschild geht, könnte es ein Roll sein. Das muss ich nicht riskieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch hier kein Risiko eingehen wird und auf das Schutzschild geht. Deswegen nutzen wir einfach diesen freien. Das war Standard. Turn, ich habe immer Schutzschild gedrückt. Reinzuwechseln. Ich war so langweilig. Gar nicht so viel machen. Nichts predicted hier. Rotom ist dann ein ziemlich guter Check gegen. Aber der Schaden wird trotzdem ziemlich gut sein. Und wenn wir die Gelegenheit bekommen, es noch mit einem Läuterfeuer zu verbrennen, ist es umso besser, denn gegen Rotom habe ich tatsächlich gar nicht so viel. Und ich war mir sicher, dass er gegen das Entei auf jeden Fall das Rotom wieder reinwechseln wird, weil das einfach das beste Matchup ist, das er sich hier erlauben kann. Mhm. Und deswegen habe ich mir einen Double-Switch erlaubt, beziehungsweise war ja kein richtiger Double-Switch, weil wir eine Runde mit dem Entei drin geblieben sind. Aber war ein starker es hat am Play. Wir sind mit Mew gegen das Rotom drin. Hier ist etwas, was ich mir schon überlegt habe. Present hat sich Elfhuhn mitgenommen. Höchstwahrscheinlich ja. Um Setup der zu Name, oh Mann, Team und oh nein, und der Name! Das Gedankengut ging, obwohl der Switch oh, unangenehm. Relativ obvious war. Trotzdem, ich habe mich hier extrem unangenehm gefreut und ich habe mich auch vor allen Dingen auch darauf vorbereitet, dass Elfhuhn hier mit einer Zugabe auf jeden Fall probieren jetzt wird, kommt's. Das Mew einigermaßen aufzuhalten. Ich dachte so, ja, Zugabe, let's go! Das die Strat! Sehr schön. Zugabe wird damit komplett negiert. Wir können auf eine Das habe ich so aus dem Konzept geworfen. Halt die Matschbombe ist, wird das Elfhuhn hart treffen und wird auch das Florges ziemlich gut das hat mich treffen so können, alle seine Pokémon rausgeworfen. Neutral. Aua. Und gegen Staloubor habe ich ebenfalls noch eine gute Attacke. Mit und jetzt war ich so, also Metallkraut Mew
unfassbar gutes Strat, dass er halt damit gerechnet hat, dass ich Zugabe 11 Hunden spiele als Check für dieses Mew. Super stark, vor allem dann auch noch Matschbombe gespielt. Und da war ich so, aua, Mayday, Mayday, Mew zerstört mich. Und ich kenne ja noch nicht immer das Set. Er hat Gedankengut, er hat Matschbombe, wahrscheinlich noch eine Heilungsattacke, aber noch ein Angriffsmove. So, was hat er? Flammenwurf, Psychokinese, was hat er? Und deswegen war mein erster Gedanke, okay, Akali macht mit den krassesten Schaden gegen dieses Mew. Ich gehe jetzt in den rein und versuche rauszuböllern. Aber schon mal 11 Hunden rausgenommen, sehr schön. Das heißt, ich muss mir gar keine Sorgen mehr machen, dass ich in irgendwelche Moves reingelockt werde, in die ich eigentlich gar nicht gelockt werden will. Gegen aber er wechselt raus. Allerdings will ich nicht unbedingt drinbleiben. Es wird schneller sein als ich und für den Fall, dass es einen Wahlband trägt, wird der Flammenblitz einfach zu viel Schaden machen. Das muss ich mit Mew nicht riskieren. Ich glaube, ich mache hier einen späteren Play, oder? Auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrochen und wechsle deswegen mein Entei ja. Und hier. Also die Sache ist, Alter, das war risky. Ich weiß nicht, ob ich mich dieses Mal dazu getraut hätte. Also dieses Mal, wenn ich es jetzt spielen würde. Ich bin auf Yawler gegangen. Ich hatte ein Yawler-Set gegen ihn, weil ich mir halt dachte, okay, er wird hier wahrscheinlich nicht drinbleiben und selbst wenn ich werde einen Angriff überleben, kann auf plus 1 dann sehr viel Schaden gegen ihn rausböllern. Und deswegen bin ich auf Yawler gegangen. Aber das war risky. War ich absolut verwirrt. Yawler habe ich Yawler, seit Kani. 18.000 Jahren nicht mehr auf Akali gesehen. Und geiler, ja, Mann. Er wechselt auch ich wechsel raus. Also ein mehr oder weniger vergeudeter Zug. Ja, ich gehe hier leider auf die Steinkante, um einfach guten Schaden zu weil machen. Ich hätte Entei macht zu so viel Schaden. Dass Present sich traut, das Stahlbohr reinzuwechseln. Ich hätte ja vielleicht auch predicten können, auf die Feuerattacke gehen können und damit das Stahlbohr das war risky. Können. Und ja, hat ja auf jeden Fall für ihn funktioniert. Und gegen Stahlbohr brauche ich gar nicht drin zu bleiben. Ja, oder war ein Kampfschrei für Psychologie, ja. Ein frohes Wesen hat. Und solange ich Panzer Aeron habe, kann ich das auch immer wieder in das Stahlbohr reinwechseln. Kann ich erstmal Rocks legen, was wichtig ist. Wenn es mich mit einem Kontakt Move angreift, wird es auch noch Beulenhelm Schaden nehmen. Also hier das ist eh keine ein Boots. Sehr, sehr gutes Matchup für mich. Er hat die Tarnsteine rausgelegt. Ich nutze die Gelegenheit ebenfalls, um die Tarnsteine rauszubekommen. Wird mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen, denn das Akali könnte immer noch ein Problem sein, jetzt wo wir den Yawler gesehen haben. Wenn er da das eine oder andere Setup bekommt, dann müssen wir einfach gucken, dass wir den Schaden so ein bisschen kompensiert bekommen, beziehungsweise seine Switch-Ins da punishen. Und ja, mittlerweile sind wir unterwegs, haben unser Pixie reingewechselt, ist hier ein defensives Set, wird also auch hier den Wolfwechsel ziemlich gut tanken können. Present ist safe geblieben, hat sich mit der Switch Advantage auch direkt eine ziemlich gute Situation erschlichen. Mit dem Stahlbohr gegen das Pixie kann ich natürlich nicht drin bleiben. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass ich die Gelegenheit nutzen kann und safe in mein Mew rauswechseln. Und das war halt stark. Die Gelegenheit bekomme, ein schönes Setup zu betreiben. Jetzt, da wir wissen, dass das Akali nicht das Wahlband tragen kann und auch nicht den Lehmob, beide Sachen würden mir schon ein bisschen Angst machen. Flammenblitz ist eine sehr, sehr starke Attacke und wenn er komplett. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht hätte drin bleiben sollen. Ich hatte natürlich noch keinen Flammenwurf gesehen, aber ich hätte wahrscheinlich einen Flammenwurf überlebt und dieses Mew ist halt so gefährlich, dass ich wahrscheinlich den hätte pressuren sollen mit Erdbeben. Ich meine, Stahlbohr ist wichtig für das Match, ja, gegen Pixie vor allem, weil sonst verliere ich vielleicht gegen den, aber Akali ist halt auch wichtig. Akali kann ihn richtig gut breaken, wenn so sein Team ein bisschen angechippt ist. Er wechselt auch direkt in seiner Akali raus. Ich bin auf den Flammenwurf gegangen für den Fall, dass er mit dem Stahlbohr auch noch angreifen gegangen. Würde. Da okay. Würde Damage ebenfalls also doch, unangenehm. Also habe ich alles wehtun. Richtig gemacht. Ich bin hier rausgewechselt in meinen Latus, weil ich mir schon gedacht habe, er könnte den Entei-Switchen predicten und auf die Dampfwalze gehen. Unter Umständen, das wäre auf jeden Fall ein sicherer Two-Hit und er würde das Entei in der nachfolgenden Runde auch outspeeden können durch den Innen. So, und jetzt kommt. Er geht auf den Flammenblitz, sollten wir auch noch ganz gut wegtanken und uns wieder hochheilen können, aber leider der Burn. Kriegen wir den Burn. Der 10% Burn. Die Sache ist, ich bin mir selber gerade unsicher, ob ich Totem im Set hatte. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier nicht drin geblieben bin. Das genaue Set weiß ich tatsächlich nicht mehr genau. 10% Chance hat mich geärgert, denn Latios kann ich hier leider nicht drin lassen, denn das Turbo-Tempo wird uns aus dieser Range heraus besiegen können und ja. Bin gezwungen, aber ich bin rausgewechselt in Flores, oder? Hätte ich nicht gedacht. Hat vielleicht erwartet, dass wir einen letzten Verzweiflungsangriff wagen mit einem Draco-Meteor. Das hätte er dann wieder ein bisschen durchstallen können, bis der Burn uns zerstört. Aber wir sind auch rausgewechselt in Aerodactyl. Damit und der ist gefährlich. Ein gutes Matchup, denn wir haben der ist gefährlich. Eisenschädel mit dem Set und zusammen mit der Fähigkeit Krallenwucht sollte es auch ausreichen, das Florges auf dieser Range zu besiegen. Er wechselt aber direkt raus. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin hier extra auf die Steinkante erst gegangen, um sie ihm zu zeigen, um zu zeigen, ich habe keinen Eisenschädel, bleib bitte drin, nachdem er auf das Schutzschild gegangen ist. Aber umso besser, er wechselt in Rotom raus und da wird die Steinkante ebenfalls guten Schaden machen. Wird auf keinen Fall reichen, um es zu two-hitten, wenn er komplett in die... Die Sache ist ganz kurz, ich habe by the way nicht Schutzschild gedrückt, weil ich Angst hatte, dass der Clownwetze einsetzt. Und wenn der Clownwetze einsetzt, dann ist Rotom auch kein Check mehr und dann verliere ich halt einfach eine Runde. Deswegen war Schutzschild nicht mein Play. Ich meine, jetzt so wie er es argumentiert hat, wäre ich gerne auf Schutzschild gegangen, weil dann wäre er wahrscheinlich in der nächsten Runde auf Eisenschädel gegangen und ich wäre trotzdem in Rotom rausgewechselt und dann hätte ich kaum Schaden bekommen. Jetzt fresse ich halt eine Steinkante. Aber wir haben alles Glück der Welt und kriegen einen Crit. Und er bekommt einen Crit. Und der tut weh, weil ich hätte zwei Steinkanten überlebt, aber mit dem Crit kann er mich jetzt two-shotten.
Die Sache ist, er muss jetzt die nächste Steinkante treffen und... wieder alles Pech der Welt und treffen mit der Steinkante nicht. Das wäre eine also, so schöne Gelegenheit gewesen, das Rotum endlich rauszunehmen. Ich sag, es war ausgleichende Gerechtigkeit, weil ich wäre wahrscheinlich eher auf Erholung gegangen, selbst nach der ersten Steinkante, weil ich Chest to Resto bin, das heißt mit der Maronbeere. Und deswegen, ja, also war halt lucky, dass er erstmal den Crit bekommen hat und dann es halt gemisst hat. Ich meine, 20% Misschance, 12,5% Crit-Chance ist ausgeglichen. Rotom ist tatsächlich ein echt widerstandsfähiges Pokémon, kann sich hier mit Erholung natürlich wieder komplett heilen. Und die Maronbeere ist natürlich auch im Set mit dabei, um das Rotom direkt von dem Schlaf zu befreien. Ja, Chest to Rest habe ich immer auf Rotom gespielt. Immer. Ich habe mich echt gefreut, das Rotom hier rauszunehmen. Good old times. Ich bin auch nicht sicher, wie wichtig der Crit war, denn unter Umständen hat er nicht komplettes Investment in die physische Hatte ich, glaube ich. Dann hätten auch zwei normale Steinkanten gereicht. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ich habe Latios als Fodder reingewechselt. Ich hätte sowieso später nicht mehr nutzen können, denn die Tarnsteine plus der Burn hätten es auf jeden Fall besiegt und ich hätte vielleicht noch eine Attacke rausbekommen, aber gegenheilen hätte ich auch nicht können, gegen welches Pokémon jedes hätte mich dann nach so, und der Burn ist halt gefährlich besiegt. Jetzt. Insofern war das, glaube ich, das Beste, was ich hier mit dem Latios noch machen konnte. So kriege ich immerhin safe nochmal mein Mew raus und kann auch direkt ein kleines Setup betreiben, denn ohne Gedanken. Aber ich wusste, dass er nicht angreift mit Matschbombe, deswegen gehe ich auf Voidwechsel. Ich hatte ja eben das Mentalkraut, das jetzt schon verflogen ist. Und Arcani muss es jetzt richten. Angewiesen bin, dass Arcani, mein Bro. Sonst werde ich hier einfach nichts two-hitten können und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Present wechselt wieder sein Arcani rein. Mittlerweile bin ich ziemlich sicher, dass er nicht den Knirscher im Set hat, sonst hätte er es viel früher eingesetzt. Und den Flammenblitz sollten wir doch tanken, ist kein Two-Hit und wir können es da mit dem Ruhrort endlos auf. Das ist tatsächlich problematisch. Er hat leider den Jauler mit, dass es da so, deswegen ist jetzt halt die Frage, gehe ich jetzt auf Jauler? Geht er nochmal Ruhrort, geht er jetzt auf den Angriff, weil er es auf plus 1 macht mit Matschbombe super viel Schaden, kann die Vergiftung bekommen. Das hat jetzt auch ein kleines Gegamble in der Situation. Da er, glaube ich, keine Möglichkeit hat, seine spezielle Defensive hochzutreiben, leider wird die Matschbombe auf jeden Fall ein Two-Hit bleiben und dann werden wir früher oder später auch das Arcani rausnehmen können. Ich habe mir schon gedacht, dass er hier auf den Jauler gehen wird, aber ich wollte kein Risiko eingehen, selbst bei plus 1 sollten wir den Flammenblitz tanken können. Der Recall wird ebenfalls eine große Hilfe sein. Ich weiß nicht, ob Morgenraun hier der Play ist. Einen kleinen Extraschaden bildet und der Gegner ja, hält doch. Sich mit dem Morgengrauen hoch, finde ich aber okay, die Matschbombe wird immer noch oder? Ziemlich guten Schaden anrichten und wir haben tatsächlich noch ein bisschen extra Glück und kriegen die Vergiftung. Ich glaube, Morgengrauen war der Play, weil nach Flammenblitz-Recall wäre ich wahrscheinlich in Matschbomben-Range gewesen. Dadurch, dass jetzt die Vergiftung kommt, ist es halt blöd. So, jetzt muss ich auf Flammenblitz gehen und verliere das Matchup. Aber wenn die Vergiftung nicht gekommen wäre, wäre tatsächlich, war Morgenraum mein Play. Also so wie ich jetzt die KP-Range ungefähr abschätze. Das heißt, auf jeden Fall wird die nächste Matchbombe reichen, Makani hier rauszunehmen. Er leider. Wird wahrscheinlich jetzt angreifen mit dem Flammenblitz. Das heißt, ein weiterer großer Threat ist damit aus dem Kampf. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Entei vielleicht in den Flammenblitz reinwechsle und dann das Arcani mit einem Turbo-Tempo-Finisher. Aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, welchen EV-Split er fahren könnte. Wenn er defensives Investment hätte, könnte es vielleicht nicht reichen. Dann könnte er sich hochheilen mit dem Morgengrauen, dann wird es schon wieder kompliziert, das Arcani rauszunehmen. Deswegen habe ich Mew einfach mal drin gelassen und hier beim Matchup gegen Blitzer habe ich auch lange nachkalken müssen, denn ich habe auch ein spezial defensives Investment, war im Grunde dafür da, um gegen Latios, gegen den Dracometeor ein Setup betreiben zu können und hier bin ich extra im Spukball drin geblieben, denn ich hatte eine ziemlich hohe Chance, dass ich diesen überlebe und dann mit dem Ruhr. Actually weiß ich nicht, ob ich sogar modest Blitzer war, weshalb das dann, glaube ich, sogar immer killt. Also ich weiß nicht, ob er da diese extrem hohe Chance hat, aber kann ich natürlich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe die EV-Splits nicht von ihm dort im Kopf oder so. Present hat hier den High Roll bekommen und konnte das Mew rausnehmen. Das war ein guter Play hier auf Verfolgung. Die Gelegenheit, das Blitzer rauszunehmen. Das hat so weh. Von unseren Aeron. Der wäre so wichtig das gewesen. Sehr, sehr gut funktioniert. Weil, stellt euch vor, Blitzer gewinnt halt gegen Panzer Aeron. Gut, Bandit, Turbo-Temp von Entei ist ein kleines Problem, aber gegen Pixie macht er auch einen Insane Charm mit Donnerblitz. Und dass er hier Verfolgung drückt, super strong. Wenn ich hier drin bleibe, bekomme ich Aerodactyl weg. Also so richtig starker Play von Steve. Dass das vielleicht greedy sein könnte und einfach drin bleibt und auf die Elektro-Attacke geht, die ich unter Umständen nicht getankt hätte, aber zum Glück hat ja alles so funktioniert wie geplant. Mit dem Aerodactyl bin ich hier im Rotom drin geblieben, jetzt weil können wir einen Voltwechsel bekommen. Ich schon gedacht habe, dass es auf den Voltwechsel geht und da zu wechseln und ihm die Switch-Advantage zu geben, hätte ja, mir keinen stimmt. Vorteil gebracht und ich muss irgendwie Schaden auf dem Rotom drauf bekommen und deswegen bin ich auf die Steinkante gegangen. Entei ist halt seine Wimcon. Ich nämlich die Switch-Advantage, kann erstmal gucken, für was sich Present entscheidet und kann dann adäquat reagieren und Florges in diesem Fall reinzuholen ist auf jeden Fall der beste Play, denn das wird er höchstwahrscheinlich für den Rest des Spiels nicht unbedingt brauchen. Ich hole hier mein Entei rein, denn ein Flammenblitz sollte auf jeden Fall reichen, um Florges rauszunehmen. Rotom ist halt gefährlich für ihn. Rotom ist sehr gefährlich. Flammenblitz-Treffe wird zwar resistiert, aber wir sind Entei und haben dazu auch noch das Wahlband an. Das heißt, da wird der Schaden auf jeden Fall super real sein. Und ja, da müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen, Present hier so ein bisschen outzuplayen mit dem Entei. Ist auf jeden Fall noch alles offen. Wir haben zwar noch Panzer Aeron, das ist ein super spannender Kampf tatsächlich. Stalobor komplett countern kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Endgame genau abgespielt. Wie gesagt,
gesagt, wir tragen den Bollenhim, was wahrscheinlich die Schadensquelle unserer Wahl sein wird. Und mit Pixie werden wir einiges von dem Rotom tanken können und dann auch uns immer weiter gegenhalten. Jetzt gehe ich in Rotom, ne? Wird, glaube ich, auch ziemlich guten Schaden. Ich glaube, ich drücke ich hier Hydro-Pumpe oder Volt wechseln? Ich glaube, das ist wichtig. Wichtig wird es auf jeden Fall, dass Pixie wieder. Ich gehe auf Hydro-Pumpe. Denn momentan sind wir bei 50% KP. Wobei, und sollten wir Volt wechseln killt ihn danach, oder? Können wir uns auch noch gleich wieder hochheilen. Und das tun wir zum Glück. Und ich glaube, die nächste Hydro-Pumpe sollte immer noch killen, aber ich muss sie halt treffen. Gleich mit einer Kombination aus Wunschstrom und Schutzschild wieder auf solide 75% kommen. Und das reicht auf jeden Fall, um das Rotom klein zu bekommen. Das Problem ist leider, dass er mit dem Stahlebohr immer noch einen ziemlich guten Switch in das Pixie hat. Denn wir haben leider als einzigen Angriff die Mondgewalt. Das heißt, da werden wir einfach zu wenig Schaden machen, um irgendeine Form von Bedrohung darzustellen. Hydro-Pumpe hätte, glaube ich, sogar gekillt, oder? Wenn es trifft. Das bei den ganzen Matchups ergibt, ist leider, dass Preston den Switchout in meinen Panzereron predicten könnte und dann direkt einen Double-Switch wagt in sein Rotom. Und das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr große Probleme bereiten. Und deswegen habe ich hier länger darüber nachgedacht, ob ich das Risiko in Kauf nehmen will, mit Pixie in diesem Stahlebohr drin zu bleiben. Denn Preston muss wissen, dass ich mit Panzer Eron eben dieses Stahlebohr komplett auskontern kann. Er kann mir absolut nichts anhaben. Er hat Eisenschädel, Turbodreher, Erdbeben und noch die Tarnschale. So, und jetzt? Das heißt, das werde ich was mache ich hier? Das ist wichtig, die Runde. Und deswegen wäre sein bester Player auf jeden Fall gewesen, in das Rotom. Ich weiß es nicht mehr. Und das wollte ich an dieser Stelle riskieren. Bin mit Pixie drin geblieben, aber leider. Alter! Ich habe einfach Steve gereadet. Pixie raus, was die einzige Chance war, dass ich glaube, Steves Play war es trotzdem, in einen Panzer-Eron zu gehen, aber ich glaube, in dem Moment war ich tatsächlich in Steves Kopf drin. Ich glaube, in dem Moment war ich mir einfach so sicher, er geht nicht in Panzer-Eron, weil der Double, also der Wechsel von mir in Rotom so offensichtlich ist und Steve jemand ist, der in solchen Situationen dann halt drin bleibt, um nach vorne zu kommen. Aber trotzdem, Steves Play wäre gewesen, sicher zu spielen. Aber so hat er mir jetzt das Opening gegeben und das sieht jetzt unfassbar gut aus. Aber auch wie gesagt, Hydro-Pumpe mit Rotom wäre wahrscheinlich eher der Play gewesen. Ich konnte ist halt KP-Range-mäßig nicht genau abschätzen. Ist ein bisschen schwierig auf Wi-Fi, vor allem Oras, weil die Balken so klein sind. Aber hätte ich davon Hydro-Pumpe gedrückt, dann wäre auch Pixie weg gewesen, dann wäre ich auch da in einer einfacheren Situation gewesen. Und da kann Rotom halt die letzten beiden Pokémon auch im Alleingang tatsächlich vielleicht noch besiegen. Das Rotom noch klein zu kriegen und somit haben wir das Match quasi aus der Hand rausgegeben. Yep. Ich kann hier noch hoffen, dass das Entei vielleicht schneller sein wird als das Stahlebohr, für den Fall, dass er ein hartes Wesen hat und kein frohes. Und dann aber ich glaube, ich war froh, oder? Mit den Flammenblitz rausnehmen, um immerhin noch einen weiteren Kill abzustauben, aber er ist ein frohes Wesen, nimmt damit unser Entei raus. Und das war das Gute. Gegen das Panzer. Damals, als es noch keine Kronkorken gab, konntest du halt nur hartes Turbo-Tempo Entei spielen. Jetzt kannst du frohes Turbo-Tempo Entei spielen, was solche Situationen natürlich nicht so einfach macht. Aber Rotom hätte es wahrscheinlich im Nachhinein trotzdem noch alles handeln können. Kann er jederzeit das Rotom reinwechseln. Insofern können wir diesen Kampf leider nicht mehr gewinnen. Eine Chance wäre es vielleicht noch gewesen, auf den Crit mit dem Minzen, nicht Kronkorken, Die Minzen meine ich. Mit dem Entei, aber das erschien mir dann die Minzen für die Wesen optimal und da hätte ich wahrscheinlich eine größere Chance gehabt, dass das Stahlobo. Ja, und Panzer Eron verliert halt immer gegen Rotom. Was ich hier nicht ganz verstehe, ist, dass er hier gegen Ende auch noch so ein bisschen seltsam spielt, also nicht einsetzt. Ich glaube, ich bin auf ehrlich gegangen, weil ich war mir halt unsicher, ob Steve jetzt das Long Game spielt und halt irgendwie roostet und ich war halt generell so ein bisschen aufgeregt und ich wollte halt ehrlich, da muss ich ja Voltwechsel drücken, weil ich keinen Donnerblitz hatte und dann gehe ich wieder in Stahlobo und so weiter und so fort und ich war mir halt unsicher, will Steve jetzt das Long Game spielen oder nicht. Und deswegen habe ich erstmal Illicht eingesetzt, weil in der Theorie ist Illicht schon mein Play. Preston wollte wahrscheinlich zu 100% sicher spielen, was glaube ich nicht notwendig wäre, denn ich habe nicht so viele Angriffe auf Panzer. Ich war mir unsicher, ob er hier noch irgendwie also länger und eine Flugattacke würde er mit Rotom. Und ich glaube, Hydro-Pumpe in zu Voltwechsel ist schon mein Play, weil ich dachte halt, Voltwechsel killt nicht. Jetzt, wo ich das sehe, Voltwechsel hätte schon gekillt, oder? Voltwechsel hätte wahrscheinlich gekillt. Nee, dann wäre wahrscheinlich einfach Voltwechsel Straightman-Play gewesen oder Hydro-Pump und Voltwechsel, weil bei vollem KP reicht Voltwechsel safe nicht. Alles noch nötig war. Auf jeden Fall war es ein schöner, spannender Kampf. Preston hat wirklich sehr, sehr gut gespielt und allgemein gab es sehr, sehr viele schöne Aktionen, also nichts, wofür man sich schämen sollte. Wir gratulieren und ich analysiere erstmal, was in den letzten zwei Spieltagen schiefgelaufen ist. Ich wurde auf jeden Fall vom Teambuilding her so ein bisschen ausgestochen mit sehr unkonventionellen Sachen, die ich auf keinen Fall erwartet habe und ich glaube, meine Predictions waren auch zu sehr auf Pokémon Showdown ausgelegt, wo die Leute einfach ein bisschen anders spielen als in der GPL. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was Regi am Anfang meinte, von wegen Randomness in der GPL, wo worauf man sich super schlecht einstellen kann, aber es ist im Endeffekt egal, wer am Ende als Sieger rauskommt, denn die GP ist im Grunde nur eine Show und wenn dabei ein schöner, spannender Kampf rauskommt, dann haben auf jeden Fall alle gewonnen im Grunde. Der Steve. Insofern darf man sich dann nicht beschweren. Ich setze mich erstmal wieder ans Reißbrett, guck. Er sagt, man darf sich da nicht beschweren, aber er hat schon so leicht
den Shade rausgeworfen. Das war ein gefährlicher Random, der gegen mich gewonnen hat, weil der hat nicht Mega Pinsir und Latios mitgenommen, weil die so beste aussehen auf dem Blatt Papier. Aber es hat die GPL, dort Counterpreps zu halt. Und da machst du solche Geschichten. Das ist halt einfach so. Genauso wie dann so Mentalkraut Mew kommt, weil halt er mit Zugabe Elfung gerechnet hat. Also er hat gute Sachen im Teambuilding gemacht. Ich habe halt gewisse Sachen von ihm gecheckt im Teambuilding und halt auch weirden Stuff gemacht mit so Yaula, Kani und so weiter und so fort. Aber ich hatte jetzt auch kein insane wildes Teambuilding. Ich meine, wenn ich mir jetzt das Team anschaue, so Rotom ist Standard, Blitzer Standard, Stahlbohr Standard, so, ne, Flog ist auch. Von dem Team her war das halt sozusagen so gebildet, dass es ungefähr die Pokémon checkt, die er wahrscheinlich gegen mich mitnehmen wird. Und ich habe, glaube ich, das Team auch so größtenteils so predicted. Und so ein bisschen Auge kommt da noch mit.